Also vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier für so einen Rundumschlag zum Rundumschlag anzusetzen, angefangen bei historischen Materialien und dann überzugehen zu Machine Learning. Ich habe mir gedacht, dass ich den Vortrag in drei Teile aufteile, dass ich beginne mit einer kurzen Präambel. Wo sind wir eigentlich? Um was geht es eigentlich? Was sind Materialien, mit denen ich gearbeitet habe? Und dann übergehe in einen Hauptteil, wo es darum geht, mit welchen Machine Learning-Anwendungen arbeiten wir? Was sind da die aktuellen Resultate? Wohin führt das eigentlich? Und daraus dann versuche, Schlüsse und Perspektiven für eine Geschichtswissenschaft abzuleiten, die sich eben kritisch und trotzdem produktiv mit diesen Algorithmen beschäftigen will. Das ist das, was uns in den knapp nächsten 45 Minuten beschäftigen soll. Aber damit zum Präambel oder zu dem ganzen Vorgeplänkel, wie man sagen könnte. Und ich bewege mich hier so in einem Dreieck drin, und zwar in einem Dreieck zwischen den Editionen und Editionswissenschaften, die grundsätzlich verantwortlich waren dafür oder auch immer noch verantwortlich sind, die Grundlagen der Geschichtswissenschaft aufzubereiten und mit dem Machine Learning Turn eigentlich plötzlich in ganz andere Gefilde kommen, weil andere Möglichkeiten bestehen. Gleichzeitig ist es mir ein zentrales Ziel, auch kritisch zu hinterfragen, für was wir eigentlich überhaupt noch Editionen brauchen oder ob wir das nicht zu einem gewissen Teil auch ersetzen können. Und das bewegt sich so in einem Dreieck zwischen dem Geschichtswissenschaft, Editionswissenschaft und Digitalia, also mit den digitalen Möglichkeiten und digitalen Anwendungen. Gleichzeitig muss ich vorausschicken, dass, wie Thorsten in der Vorstellung schon gesagt hat, ich mich als Mediävist verstehe und deswegen auch auf vormoderne Texte fokussiere. Der Fokus hat aber den zusätzlichen Vorteil, dass wir uns eigentlich mit einer Textgattung auseinandersetzen, die extrem herausfordernd ist, weil wir beschäftigen uns mit Sprachstufen, die in der modernen Sprache nicht mehr so repräsentiert sind. Wir beschäftigen uns mit Sprachen, die nicht normalisiert sind und von denen wir relativ wenig Daten haben. Das sind alles Challenges für Machine Learning oder eben Deep Learning-Anwendungen, mit denen wir einen Umgang lernen müssen und die auch ganz anders funktionieren, als wenn wir jetzt mit rezenten Sprachstufen aus dem 20. oder 21. Jahrhundert umgehen würden, wo wir schon fertige Sprachmodelle haben, wo wir schon mit Tagen arbeiten können, die sehr gut abgestützt sind. Das sozusagen als erste Vorbemerkung. Und die zweite und in Anlehnung ans Textrad von Patrick Sahle ist die Frage nach, was für einen Text haben wir denn eigentlich vor uns? Patrick Sahle hat sehr luzide nachgewiesen, dass wenn wir edieren oder eben wenn wir Text zugänglich machen, uns zuerst mal überlegen müssen, was für ein Texten das eigentlich ist. Und hier beziehe ich mich auf einen sehr stark dokumentarischen Charakter von Text. Das heißt, wir haben ein Ding vor uns, eigentlich ein materielles Ding, das wir irgendwie zugänglich machen und das wir dann auch in die Maschine einspeisen können. Das heißt, wir können ein Bild machen von einer Urkunde oder von einer Akte. Das können wir aber zum Beispiel nicht machen von Goethes Werk. Goethes Werk wäre dann beim Sahleschen Textrad mehr in der Nähe von der Idee, der Intention eines Textes, also wenn dann mehrere Fassungen zu einem Werkbegriff zusammengefasst werden, das natürlich auch nicht in einem Dokument fassbar ist. Aber eben in dem Sinn hier geht es jetzt eigentlich darum, dass wir den Fokus auf die Dokumentalität legen. Dann zur Quellengrundlage. Hier beziehe ich mich auf zwei Corpora, die sehr unterschiedlich aufbereitet sind und die sich gut eignen, alle die Schritte, die ich vorzeigen möchte, abzuarbeiten und immer auch so ein bisschen Vergleichsfolien bieten. Die eine ist die digitale Edition Königsfelden, die wurde 2020 fertiggestellt. Das ist noch so das letzte Zürcher Projekt, das ich beendet habe. Da ging es darum, eigentlich eine klassische Quellenedition vorzulegen, die sich mit den Urkunden und Akten des Klosters und der späteren Hofmeisterei, das ist ein Herrschaftsgebiet von Bern, auseinandergesetzt hat. Das sind circa 1000 Urkunden, die wir so zugänglich gemacht haben. Die sind klassisch in TI ediert worden. Da hat man die ganzen Entitäten, also Personen, Orte ausgezeichnet, Register eingetragen und auch zum Beispiel Datumsangaben entsprechend getaggt, dass man da wirklich versucht hat, das ganze Korpus aus dem Kloster zugänglich zu machen und jetzt hier in dieser TI-Publisher-Umsetzung dann auch verfügbar hält. Das sieht ein bisschen anders aus mit dem zweiten Korpus, mit den Berner Turnbüchern. Das ist auch ein Projekt, das noch am Laufen ist. Das ist eher im Gegensatz zum mittelalterlichen Urkundenprojekt mit den
mit den Turnbüchern für frühneuzeitlich. Das heißt, es geht so vom 16. bis zum Ende des 18., also Ende des Ancien Regime in Bern. Es umfasst eigentlich einen Korpus von fast 300.000 Seiten. Wir fokussieren im Moment auf etwa 35.000 Bilder. Das sind Doppelseiten, also etwa 70.000 Seiten, die wir hier in der Form zugänglich gemacht haben. Und es ist ein Projekt, das stark aus studentischer Initiative gefördert wurde. Das heißt, es sind Seminare mit den Leuten gingen in das Archiv, wir haben die ganzen Dinge abfotografiert und wir haben dann die entsprechenden Texte aufbereitet. Und zwar alles immer unter Voraussetzung, dass es automatische Prozesse sind, die da laufen. Das heißt, die Studierenden haben sich mit den Algorithmen auseinandergesetzt, haben diese trainiert und dann auch angewendet und lernen praktisch in diesem Seminar, in diese weitere Quellenaufbereitung so vorzunehmen. Thematisch geht es um Verhörprotokolle, sagen die ganze Bandbreite an Vergehen, die man sich vorstellen kann, dass man eben in den Turm geworfen wird. Also da haben wir von Diebstahl über Prostitution bis zu Verbrechen an Leib und Leben. Also wenn dann mehrere Leute dann tatsächlich auch hingerichtet werden und das Resultat der Verhörprotokolle ist dann tatsächlich auch, dass häufiger mal jemand hingerichtet wird. Die meisten von den Leuten werden auch eben gefoltert, weil es eben peinliches Verhör ist und die Schriften, das ist dann sozusagen jetzt auf paläographisches Level, dem sieht man das teilweise an. Also da werden Verhöre teilweise in der Nacht geführt. Da hat es teilweise unidentifizierbare Spuren auf diesen Blatt Papieren, wo man vielleicht lieber nicht wissen möchte, was das jetzt genau ist. Und das ist ein relativ umfangreiches Korpus. Das ist nur für die Stadt Bern 300.000 Seiten. Die Idee von dem Projekt ist aber, dass wir das langsam skalieren. Das heißt, ausgehend von Bern eigentlich in jede der umliegenden Städte geht, weil die waren alle zu der Zeit mal bernisch und zwar bis an den Genfersee runter, also das, wo die heutige Watt ist, oder eben in den Aargau, also bis nach Königsfelden hoch, dann zum Kloster, das ich schon erwähnt habe, eines der größten Stadtgebiete nördlich der Alpen. Ich glaube, nur Nürnberg war von der Außengrenze her größer nördlich der Alpen. Das Korpus für Bern allein ist in 300.000 Seiten und wir haben da angefangen, dass wir das eigentlich als studentisches Projekt in Lehrveranstaltungen aufgearbeitet haben und mit den Studis ins Archiv gegangen sind, alles durchgefotografiert haben und dann jeden einzelnen Schritt eigentlich in diesen Archivseminaren durchgeführt haben. Das heißt, das Korpus ist immer noch am Wachsen. Und jetzt versuchen wir das Ganze aber zu professionalisieren, indem wir ein größeres Projekt darum strukturieren, wo dann die Auswertung auch dazu kommt. Also da, wo wir dann wirklich herausziehen wollen, was passiert eigentlich, was für Fälle haben wir hier vor uns und wie sieht das eigentlich genau aus. Dazu sage ich dann aber zu späteren Zeitpunkt nochmal was. Genau, das sind also sozusagen die Voraussetzungen. Also nochmal kurz rekapituliert, dann Dokumentalität der Texte und wir haben zwei Textkorpora, ein mittelalterliches und ein frühneuzeitlich geprägtes. Eines mehr Urkunden, das andere ist eigentlich so eine klassische Aktenreihe, wie wir sie ziemlich vielenorts finden. Und mit was arbeiten wir? Die Texterkennung wurde bereits erwähnt. Das ist da, wo ich so mit meinem Postdoc-Projekt am Staatsarchiv des Kantons Zürich mit Reed eng in Verbindung gekommen bin und das ich auch immer noch weiter betreibe. Und da, wo wir jetzt in dem Moment uns weiterentwickeln in Bern, ist diesen ganzen Bereich der Named Entity Recognition, also wo es darum geht, Personen, Orte, Organisationen einerseits als Zeichenketten zu erkennen, aber dann auch in einem zweiten Schritt mit Named Entity Linking dann wirklich auch zu verknüpfen zu richtigen Entitäten, also eigentlich zu individualisierten Personen. Ich habe gesagt, zweieinhalb Anwendungen, oder ich schreibe hier zweieinhalb Anwendungen. Es hat damit zu tun, dass Texterkennung und NER zwei Anwendungen sind, die klar Machine Learning basiert sind. Das Named Entity Linking bringen wir jetzt auch immer stärker in den Bereich und das hat auch viel mit Large Language Models zu tun, also mit ChatGPT und Co., die im Moment für ziemlich viel Aufruhr sorgen, aber gerade jetzt in dem Bereich recht produktiv eingesetzt werden können. Da werde ich so ein bisschen ein paar erste Ansätze aufzeigen können, aber noch nichts, was man jetzt da wirklich festmachen kann. Gleichzeitig spreche ich immer bewusst von Machine Learning, weil das ein technisch relativ gut fassbarer Begriff ist, wo wir wissen, was wir eigentlich damit meinen, bezieht dann auch den ganzen Bereich des Deep Learnings mit ein, dass ich zu Machine Learning dazuschläge. Es gibt Definitionen, die da Trennungen machen. Ich
versuche das eigentlich gemeinsam zu behandeln und ich versuche gleichzeitig auch den Begriff der künstlichen Intelligenz zu vermeiden, weil ich glaube, das führt eigentlich nur zu Missverständnissen. Und gerade jetzt in diesen sehr anwendungsorientierten Bereichen glaube ich nicht, dass es produktiv ist, wenn wir hier von künstlicher Intelligenz sprechen. Im großen Diskurs würde es aber eigentlich dazu geschlagen werden. Wir nutzen für das Ganze supervisierte und unsupervisierte Verfahren und auch die Kombination daraus. Da komme ich dann darauf zurück, wenn wir uns das en Detail dann genau anschauen. Gut, aber jetzt tauchen wir ein und jetzt komme ich eben wieder zurück zum Punkt, dass wir hier von der Edition ausgehen. Und wenn wir versuchen, die Edition in einen Workflow reinzupacken, der eben mit Machine Learning Algorithmen angereichert ist, dann kommt meiner Meinung nach sowas wie das hier raus. Also man beginnt eigentlich gelesen von oben nach unten. Wir haben in irgendeiner Form geartete digitale visuelle Repräsentation dieses Textes, aber wir haben ein Bild konkret und wir machen hier als ersten Schritt sogenannte Text Recognition. Da gehört auch die sogenannte Layout Recognition dazu, also die Identifikation, wo wir überhaupt was finden, vielleicht auch schon semantisch angereichert. Dann kommen teilweise Normalisierungsschritte, wobei ich behaupten würde, die werden länger und je mehr obsolet. Dann kommt etwa beispielsweise eben das Identity Recognition, vielleicht auch Part-of-Speech-Ansätze, die sozusagen jetzt aus der methodischen Warte gesehen eigentlich das Gleiche sind, weil sie beides so Sequence-to-Sequence-Ansätze beinhalten. Also beide versuchen Zeichenketten zu annotieren, gefolgt von dem ganzen Linking, Kontextualisierungsfragen und Kategorisierungsfragen, die dann vielleicht auch schon Richtung Topic Modeling gehen, die ja hier in Berlin auch intensiv von Melanie Altage und anderen bearbeitet werden. Genau. Das ist übrigens aus einer kleinen Publikation, die dann dieses Jahr noch in SIDE 17 rauskommen soll. Damit tauchen wir ein in die Texterkennung und so ein Feld, das mittlerweile relativ etabliert ist. Deswegen auch so dieser nach dem Machine Learning Turn sprechen. Wir haben hier mittlerweile eine Vielzahl von sogenannten Engines zur Verfügung, also Algorithmen, die sich trainieren lassen. HTR Plus und PyLai ist das, was wir in Transcribus finden. Kraken ist die Engine, die in eScriptorium, das in Paris weiterentwickelt wird, verbaut ist. Tesseract ist ein Google-Produkt, das aber Open Source verfügbar ist. Und Trocker, dieses Transformer OCR, wurde ursprünglich von Microsoft entwickelt, ist aber ebenfalls Open Source und das ist das, auf was wir im Moment fokussieren. Da gibt es aber auch zum Beispiel in der Transcribus-Gruppe Leute, die das jetzt auch am Anwenden sind. OCR for All beinhaltet ebenfalls Open Source Tools. Das heißt, wir sind da eigentlich alle so ein bisschen im gleichen Boot und gleichzeitig aber vielleicht auch auf unterschiedlichen kleinen Teilen unterwegs. Im Endeffekt geht es aber bei allen in ganz ähnliche Richtungen, weil die Resultate vergleichbar sind und ich glaube auch, weil die Probleme vergleichbar sind. Dabei operieren wir häufig mit diesen sogenannten Character Error Rates, das heißt mit den Fehlerquoten, die auf Zeichenbasis dann existieren. Das ist so ein bisschen zur Währung geworden, wie man es messen kann. Der Hintergrund da, sozusagen aus dieser Read-Erfahrung ist, es ist unglaublich schwierig zu definieren, was eigentlich ein Wort ist. Also wo beginnt ein Wort, wo hört es genau auf, was passiert mit diesen ganzen White Spaces dazwischen, sind das auch Fehler, was machen wir mit Satzzeichen. Deswegen ist die Währung Word Error Rate, hat sich eigentlich nie wirklich durchgesetzt und auf Character-Ebene ist es ziemlich einfach zu messen, weil da kann jede Verschiebung kann als ein Fehler identifiziert werden und dann dividiert man das durch die Anzahl der korrekten Zeichen und bekommt dann schon so eine Quote. Funktioniert ehrlich gesagt auch besser als die sogenannte Accuracy, aber es wäre eine eigene Diskussion, die man da führen müsste. Die Erfahrung jedenfalls, und das ist vielleicht wichtig, dass wir mittlerweile sogenannte generelle Modelle trainieren können, also Modelle, die nicht nur auf eine Handschrift anspringen und da gute Resultate liefern, sondern Modelle, die fähig sind, ganze Schrifttypen abzudecken. Wir haben das mal getestet anhand des Beispiels von deutscher Kurrente des 19. Jahrhunderts. Der Hintergrund ist da, dass wir in Zürich und auch aus anderen deutschen Städten und Archiven ziemlich viel Trainingsmaterial zur Verfügung hatten.
Das ist so im Umfang von etwa 30.000 Seiten Material. Und da konnten wir zeigen, dass wir mit, das war jetzt damals noch auf Basis von Transcribus mit HTR+ und PyLaya, vor allem mit HTR+, dass wir da ein Modell hingekriegt haben, das fähig war, Schriften zu erkennen, die es vorher sicher noch nie gesehen hat. Das Testset, das wir dafür genutzt haben, sind die Schweizerischen Bundesratsprotokolle. Also die Mitschriften eigentlich der höchsten Schweizer Exekutive. Und da haben wir so ein Zufallsset rausgezogen von mehreren tausend Zeilen, das über 60 Jahre läuft, von 1850 bis ungefähr 1910, wo dann mit diesem generellen Modell eine Durchschnittsfehlerquote von 3,4% errechnet wurde. Also das ist eigentlich schon ein relativ gutes Resultat, wobei man sagen muss, eben, auf 100 Zeichen drei Fehler ist natürlich noch nicht, und hier kommt jetzt der Effizienzgedanke rein, das ist nicht eine Edition, sondern das zeigt mal, dass man das relativ gut lesen kann, aber ist natürlich nicht perfekt. Also wenn Sie jetzt, sich vorstellen, früher haben wir SMS geschrieben mit 250 Zeichen, das wären dann etwa 6 Zeichen, dass man vielleicht schon ein bisschen angetrunken oder textet so im Gehen. Das ist so ein bisschen so in etwa die Fehlerquote, die wir da haben. Die meisten der Fehler entstehen jedoch in den Zeichensetzungen, also Komma und Punkte, die falsch gesetzt werden, was man vielleicht jetzt auch nicht als so gravierend anschaut. Und eine zweite große Fehlerquelle sind Namen, Eigennamen, und zwar weil Eigennamen häufig andere sprachliche Muster aufweisen auf Zeichenebene als das der Rest der Sprache. Genau, der Median war sogar noch ein bisschen tiefer. Also wir haben da offenbar ein paar Ausreißer gegen oben drin, insgesamt aber eigentlich relativ ein gutes System. Gleichzeitig, das nur ganz, ganz am Rande, da haben wir mal gezeigt, dass es auch möglich ist, dass man Modelle baut, die zu groß sind, die dann zu spezialisiert sind, weil aus Zürich hatten wir einen Datensatz mit 100.000 Seiten von den Kantonsrats- und vor allem Regierungsratsprotokollen, also dass die Zürcher Exekutive. Und mit diesen 150.000 ist ein Modell herausgekommen, das deutlich schlechtere Resultate erzielt hat. Und zwar, weil so viel Material vorhanden war, hat sich das Modell extrem auf diese Handschriften spezialisieren können, was wir hier verhindert haben, indem wir ein sehr ausgeglichenes Datenset zur Verfügung gestellt haben. Also hier hat es zwar Zürcher Material drin, aber nur etwa 10.000 Seiten und nicht wie hier in diesem unteren Modell etwa 120.000 Seiten, wo dann jeder dieser Handschriften eben mehrfach vorkommt, so das System, die wirklich lernen konnte. Also man muss bei diesen großen Modellen wirklich aufpassen, dass man nicht überspezialisiert, sondern dass man die genügend breit aufgebaut ist und trotzdem nicht zu breit. Weil das ist nämlich ein Problem, das wir jetzt hier sehen. Hier ist es der Switch raus aus Transcribus rein zu den Trocker-Modellen, die vom System her ähnlich funktionieren. Für Trocker gibt es einfach kein Graphical User Interface, das man direkt anschmeißen könnte, und man braucht seine eigenen Server. Und der Unterschied bei Trocker ist noch, dass es nicht mehr auf der bewährten Convolutional Neural Network und Recurrent Neural Network Infrastruktur basiert, sondern auf sogenannten Transformern. Transformer ist eine Form der Netzstruktur, wie wir sie eben in GPT oder in BERT sehen. GPT, eben das sozusagen das Language Model von ChatGPT, und BERT ist das Sprachmodell, das wir bei Google im Einsatz sehen können, bei der Suchmaschine. Und mit diesen Transformern, die in der Sprachauswertung sehr große Erfolge erzielt haben, sehen wir, dass wir eigentlich auch recht gute Resultate hinkriegen, wie bei der Texterkennung. Sie sind aber noch nicht genau gleich gut wie das, was wir bei den besten HTR+-Modellen in Transcribus hatten. Zum Beispiel hier bei Medieval Scripts kommen wir auf eine Zeichenfehlerquote von knapp 10,5%, was so halbwegs zufriedenstellend ist. Und was vielleicht auffälliger ist, wenn wir uns diese Loss-Kurve anschauen, also die Kurve, die anzeigt, wie das System tatsächlich lernt, sehen wir eigentlich, dass wir schon ab der knapp dritten Epoche ein sogenanntes Overfitting haben. Das heißt, das Modell beginnt krass auswendig zu lernen. Also alles, was im Training gezeigt wird, kann das System fast perfekt. Wir sehen das hier, es geht praktisch auf null runter, während das, was dann nur zur Evaluation der Epoche genutzt wird, da auf einem halbwegs, ja, noch nicht idealen Status verbleibt. Wie gesagt, der Vergleich zu Transcribus, wenn man das genau gleiche in PyLaya trainiert, kommt ein bisschen was Besseres raus.
hier so im Um bei den beim Validierungsset bei etwa 7% rum. Aber da kommt es natürlich dann auch immer darauf an, wie man die Fehler genau misst und auch wie man die Fehler dann letztendlich auch bewertet. Weil eines der Argumente, das ich hier auch machen möchte, ist, dass diese rein quantifizierenden Fehlerangaben nicht unbedingt allein selig machen sind, sondern tendenziell auch so ein bisschen den Blick verstellen, was denn eigentlich genau wichtig ist. Also man müsste eigentlich mal sich überlegen, wie man diese Fehlerquoten anders misst, dass sie dann eben auch Aussagen machen, was quantitativ ausgesagt wird, was vielleicht für die Qualität dann tatsächlich sinnvolle Aussagen macht. Selbe nochmal für die frühneuzeitliche Kurrent. Hier sehen wir ein bisschen besseres Resultat. Basis hier sind etwa 25.000 Seiten für das 15. bis 18. Jahrhundert. Dokumente aus Greifswald, aus irgendwo in Mitteldeutschland. Ich habe es gerade vergessen, welches. Es kann sogar sein, dass es aus Marburg war. Ich glaube, da waren auch Grimm-Handschriften drin. Züricher und Berner Material mit rein trainiert, eben praktisch von Bozen hat es Zeugs, also wirklich alles, was wir am Kurrent vom 15. bis 18. gefunden haben, hier reingepackt und Modell trainiert und das dann so auf knapp 0,6% Zeichenfehlerquote auf einem Testset kommt. Und hier aber trotzdem die gleiche Erfahrung, also das Resultat ist erheblich besser und aufgrund der Fehlerquote her, aber wir sehen genau dasselbe mit dem Overfitting. Das heißt wiederum, das System beginnt auswendig zu lernen und die Losskurve ist sogar hier noch ein bisschen schlechter. Das heißt, eigentlich wäre der Idealzustand wahrscheinlich hier schon erreicht gewesen. Aber das ist eben so eine Diskussion, wie lange man diese Prozesse tatsächlich laufen lässt. Ich mache es tendenziell eher länger, weil die Fehler sich dann sozusagen, die Fehler werden meistens logischer. Das heißt, ein System lernt zwar nicht genau, was da steht, aber sozusagen, dass es dann ein N oder ein E ist, weil ein ND in der Kurrent ähnlich geschrieben wird, macht es dann sozusagen nachvollziehbarer, weshalb da ein Fehler reinkommt und nicht ein komplett falsches Zeichen. Das sehen wir hier teilweise beim Austrainieren, weshalb ich so ein Freund von langen Austrainierens und mehr Epochen bin. Hier sehen wir dann zum ersten Mal, dass wir da das Pailaya-System von Transcribus Recht deutlich schlagen, dass hier knapp über 10, dass hier nur knapp unter 10% kommt. Und von daher da sehen wir dann langsam, dass die Transformer wahrscheinlich ihre Vorteile, wenn es darum geht, ganze Massen zu identifizieren, da ausspielen. Das heißt, meine Erwartung ist eigentlich für die Zukunft, wenn wir noch größere Modelle haben, dass wir da eigentlich immer mehr Unterschied sehen zwischen den Fähigkeiten von Pailaya und dem, was die Transformer OCR dann leisten kann. Genau. Ganz, ganz, ganz kurz, wie das so funktioniert, weil hier haben wir jetzt eben so ein ein klassisches Supervised-System vor uns. Das heißt, wir haben Input von einem Bild, hier mit arabischen Zeichen. Und was neuronale Netz macht, ist eigentlich ein Optimierungsprozess. Das heißt, hier sehen wir noch, wie die Bilddaten optimiert werden fürs Einlesen. Und dann ab dem ersten Feed-Forward sehen wir, dass wir nichts mehr sehen. Da wird eigentlich dann praktisch nur noch eine Information weitergegeben, die sozusagen als optimal gelernt wurde und die dann zu einer Ausgabe führt. Das ist hier, ich liebe das Beispiel, weil es zeigt, wie alt dieses Machine Learning eigentlich ist. Das ist eine Publikation von 2010, wahrscheinlich so eine der ersten Einsätze von Deep Learning für Texterkennung. Das war noch Greifs und Fram Schmidhuber. Schmidhuber ist einer der Erfinder von diesen LSTM, also dieser Form der Zellen, der mal gesagt hat, ja, das könnte man eigentlich auch für Texterkennung brauchen. Und sie haben es absichtlich auf Arabisch angewandt, weil beide von denen kein Wort Arabisch sprachen. Einfach zum zeigen, dass sie mit genügend Trainingsmaterial eigentlich eine relativ gute Repräsentation hinbringen. Aber es ist so ein klassisches eben Deep Learning System. Viel Trainingsmaterial ergibt im Endeffekt ziemlich gute Nachahmung. Natürlich nicht frei von Biases. Also wir haben diese Voreingenommenheiten hier im System genau gleich drin, weil dem System ist es eigentlich egal, was da hinten rauskommt. Und auch auf epistemologischer Ebene, das finde ich immer ganz zentral, haben wir hier zwei komplett unterschiedliche Dinge. Oder das hier ist ein Bild, eigentlich ein Haufen Pixel. Und was hier oben rauskommt, sind Unicode Code Points. Also eigentlich eine
String of Characters, also eine Zeichenkette. Und die Dinge haben an sich nichts damit miteinander zu tun, außer die Aussage, dass wir als Menschen behaupten, dieses Ding hier soll jetzt dieses Zeichen hier sein. Wobei ich glaube, in dem Beispiel hat es sogar zwei Fehler drin, wenn ich mich richtig erinnere. Aber leider lese ich schlecht Arabisch. Genau. Soweit sozusagen, das ist die Texterkennungsklammer, wo ich versuche aufzuzeigen, dass wir eben immer mehr in Richtung dieser generellen Modelle gehen. Das heißt, dass wir eigentlich erste Transkriptionen relativ gut automatisch erstellen können und dann in einem nächsten Schritt diese Texte dann auch weiterverarbeiten können. Und was ein Vorteil ist, wir wissen eigentlich auch, wie schlecht oder wie gut die Erkennung ist. Das heißt, wir haben eigentlich eine Kalkulationsgröße, mit wie vielen Zeichenfehlern wir hier operieren müssen oder können, und können diese Informationen natürlich dann auch weiter speichern und weitergeben. Und damit zum zweiten Teil, zum Named Entity Recognition, also zum zweiten Teil in diesem Workflow drin. Und hier kommt jetzt ein Framework, das in Berlin bekannt sein muss, weil es nämlich von Alan Akip entwickelt wurde und auch weiterentwickelt wird. Damals, als er noch bei Zalando gearbeitet hat, aber mittlerweile in seiner Funktion als Professor an der HU. Ich bin ein ziemlich großer Fan von diesem Framework, weil es ganz einfach möglich ist, sogenannte Sprachmodelle zu trainieren. Und Sprachmodelle, das ist sozusagen die Lesson Learned von GPT und ChatGPT, ist eigentlich das Geheimnis für alle guten Ergebnisse. Das heißt, man kann so viel Entitäten taggen oder so viele Entitäten aufbereiten, wie man will. Wenn das Sprachmodell dahinter schlecht ist, dann werden die Resultate auch nicht wirklich besser. Das heißt, wir müssen eigentlich darauf abzuzielen, möglichst gute Sprachmodelle herzustellen. Wie macht man das oder was passiert da eigentlich? Das ist jetzt der unsupervisierte Teil die unsupervisierte Anwendung von Machine Learning. Was wir nämlich machen, ist, wir schmeißen einen Haufen von Text oder wir übergeben einen Haufen von Text der Maschine und geben den Auftrag an diesen unsupervisierten Algorithmus, sich einen Sinn aus diesem Chaos zu machen. Das heißt, das System baut sich eigentlich einen Vektorraum auf, den definieren wir dann, mit wie vielen Dimensionen wir operieren wollen, und sagen, immer wenn ein Wort mit einem anderen Wort auftaucht, dann heißt das, dass sie eine gewisse Ähnlichkeit haben, diese Wörter, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Und so kreiert man langsam einen Vektorraum. Das wurde klassisch von Mikolov 2013, das war ein Google-Mitarbeiter, vorgestellt, das sogenannte Word-to-Vec. Und das funktioniert auch heute noch relativ gut. Das Problem ist, es ist recht statisch, weil jedes Wort, und Wort wirklich im Sinne von jede Zeichenkette mit zwei Abständen vorher und nachher, dass die genau einen Vektor bekommen, und wir kennen genügend Wörter, wie zum Beispiel Bank, die eben mehrere Bedeutungen haben können. Das heißt, da versagt das System dann nachher wieder. Und da kommt Flair ins Spiel, weil was Flair clevererweise macht, ist, sie bauen sich ein sogenanntes Character-Based Language Model. Das heißt, jedem Zeichen wird eigentlich von Wert mitgegeben und zusammengefügt. Also alle Zeichen, die dann das Wort ausmachen, die ergeben dann sozusagen den Wortvektor. Und sobald man in die Richtung geht, hat man dann eine recht gute Repräsentation und sieht dann auch, okay, wenn die Bank zusammen mit dem Geld und sowas vorkommt, dann ist das Geldinstitut. Und wenn da Bank und Sitzen im gleichen Satz vorkommt, dann sind wir da wahrscheinlich in einem anderen Raum drin. Wir haben das mal so als Spiel versucht zu visualisieren, und zwar natürlich mit Hexen aus Königsfelden. Und zwar haben wir geschaut, inwiefern oder wie Stadt repräsentiert ist. Stadt schreibt, kann nämlich, also S-T-A-T, Stadt, kann nämlich mehreres bedeuten, also ist eigentlich ein Homonym, in dem das Stadt stehen bedeuten kann und Stadt eben auch die Stadt sein kann. Und was wir hier sehen, ist dann nochmal Dimension reduziert, das heißt, wir sind von einem Modell ausgegangen mit 1024 Dimensionen, was recht schön ist, aber für den Mensch relativ schwierig nachvollziehbar. Deswegen haben wir es auf drei Dimensionen reduziert, was ziemlich viele Probleme mit sich bringt, weil von 1024 auf drei Dimensionen, da verliert man ziemlich viele Informationen. Aber es funktioniert eben dann trotzdem noch, wenn man sich das Ding anschaut, weil man sieht dann zum Beispiel hier ein kleines Cluster. Das ist das Stehen-Cluster, das ist das Stehen-Cluster hier auf der linken Seite. Und hier oben
ist das, was hier rot markiert ist. Das heißt, dass es an vorgeschriebener Stelle steht. Also das ist sozusagen eigentlich die schriftliche, das Schrift, eine Schrift, die irgendwo steht, also hier so den Ausreißer bildet, während die Stadt hier unten zusammengeklustert ist. Also man kann sich dann plötzlich so einen Sinn daraus machen. Und das ist eigentlich genau das, was wir für eine Identity Recognition nutzen, weil wir machen zuerst diese Repräsentation, jetzt Character-based, wenn wir Flair nutzen, und sagen nachher, okay, alles in diesem Raum drin oder das alles, das mit einem gewissen Winkel verbunden ist, es kommt immer ein bisschen auf die Aufgabe an, dabei handelt sich um einen Ort, um eine Person oder um zum Beispiel eine Organisation. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine relativ simple Methode, um nachher eben diese Erkennung zu machen, und vor allem sind die Ergebnisse meistens relativ zuverlässig. Zentral jedoch immer ist, dass wir gute Sprachmodelle dafür haben. Zu den Sprachmodellen sage ich nachher nochmal was, wenn ich kurz was zum ganzen Workflow rundherum sage. Wenn wir das jetzt auf unsere zwei Corpora anwenden, die ich vorhin kurz vorgestellt habe, sehen wir, dass wir da auf relativ zuverlässige F1-Scores kommen, obwohl es sich hier um komplett nicht normalisierte Sprache handelt. Also im Königsfelden-Korpus haben wir auch gemischt Latein-Deutsch drin, und bei den Turnbüchern haben wir teilweise Erkennung drin, die relativ schlecht ist. Kommen wir trotzdem auf fast allen Stufen auf 90% F1-Score, das heißt, der Recall ist immer so knapp unter 90% bei Personen und Orten. Bei den Organisationen ist es ein bisschen schlechter. Richtig schlecht wird es dann hier bei den Turnbüchern. Das hat bei den Turnbüchern damit zu tun, dass wir die Studis schlecht instruiert haben. Also das ist sozusagen ein indirektes Feedback auf meine Lehrleistung. Weil es relativ schwierig ist zu erklären, ab wann, was eigentlich wann eine Organisation ist. Weil wenn man sich es genau anschaut und von Bern gesprochen wird, haben wir intuitiv die Idee, das ist natürlich ein Ort. Man könnte das aber auch als Organisation taggen, wenn die Stadtorganisation gemeint ist. Also da bräuchte es mehr Differenzierungsaufwand, den wir hier nicht betrieben haben. Wir haben auch gesagt, alles, was für euch ein Ort ist, ist ein Ort. Alles, was eine Person ist, ist eine Person. Das funktioniert gut. Bei den Organisationen können wir mal weglassen, glaube ich. Aber insgesamt kann man hier zeigen, dass man relativ zuverlässige Resultate hinkriegt. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit modernen Sprachstufen. Also wenn ich das jetzt auf Deutsch des 20. oder 21. Jahrhunderts anwende, dann bin ich mit Modellen, die direkt mitgeliefert werden von Flair oder Spacey, bin ich da meistens im Bereich von 95% rum beim F1-Score. Das ist natürlich dann die nicht normalisierte Sprache, die sich dann hier eigentlich relativ klar zeigt. Ganz kurz, was das bedeutet hinsichtlich der Quantitäten, also wie viel Trainingsmaterial hatten wir? Bei Königsfelden ist es ein bisschen mehr. Da sage ich aber nachher nochmal was dazu. Einerseits, weil es natürlich ein professionelles Editionsprojekt war als bei den Turnbüchern. Aber beide, obwohl recht unterschiedlich an Quantität, zeigen eigentlich relativ zuverlässige Resultate, und daraus lässt sich schon mal schließen, dass das Sprachmodell ziemlich ausschlaggebend war. Bei Königsfelden haben wir uns da so ein Mittelaltersprachmodell zusammengebastelt, was recht aufwendig war, weil zu wenig Daten verfügbar sind. Bei den Turnbüchern für die frühe Neuzeit war es ein bisschen einfacher, was dazu führt, dass dann schneller zuverlässige Resultate erzielt werden können. Jetzt der Clou an der ganzen Sache ist, bei den Turnbüchern haben wir eben mit den Studis gesagt, wir machen das sehr pragmatisch. Also wir gehen da jetzt da nicht von komplexen Vorstellungen aus, was eigentlich eine Person oder ein Ort ist, sondern wenn ihr findet, das ist ein Ort, so wie Solothurn, das ist eine Stadt hier, dann ist es ein Ort, und der Löwenbergische da, das ist ein Typ, also ist eine Person. Dann haben wir noch ein paar Daten reingeschmissen, und da haben wir noch, das sind Abkürzungen, glaube ich. Oder nein, das sind Unsicherheiten, da wussten die Leute nicht, wie sie das auflösen sollten. Also wirklich sehr pragmatische Vorstellung, während wir bei Königsfelden wochenlang darüber diskutiert haben, was ist eigentlich ein Name und wie verstehen wir das im Mittelalter. Und diejenigen von Ihnen, die sich mit mittelalterlichen Texten etwas auskennen, die wissen, dass die Namenspraktiken bis ins 15. Jahrhundert sehr variabel sind. Das heißt, diese Einführung von Vor- und Nachnamensschemata finden wir vielleicht in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, hängt so ein bisschen davon ab, mit welchem Raum wir uns auseinandersetzen. Und aus dem Grund haben wir uns dann entschieden, extrem lange Spans zu taggen.
Also hier ist zum Beispiel der Herr Otto von Uerlingen, Ritter zu Endingen gesessen. Das ist die Span, die das ausmacht, weil wir sagen, wir wissen nicht genau, ob jetzt das wirklich ein Otto von Uerlingen, ob das die eigentliche Benennung ist oder ob es eben zentral ist, dass der als Ritter genannt ist und dass der noch zu Endingen sitzt. Also wir haben eigentlich die Devise ausgegeben, wir taggen so viel wie möglich als Teil des Namens. Es hat noch ein bisschen den Hintergrund, dass die Förderin von Königsfelden, Agnes von Ungarn, als Namen, dass wir das als Namen getaggt haben wollten und nicht immer sagen, hier kommt Ungarn vor. Weil Ungarn hat mit dem Kloster so gut wie nichts mehr zu tun. Die waren nach dem Tod von ihrem Mann da rausgeflohen und nie mehr zurückgekehrt. Also bringt es eigentlich nichts, wenn wir immer bei ihrem Namen sagen, ja, hier kommt noch so ein bisschen Ungarn-Anspielung vor und dann haben wir auf der Karte dann ganz viel Ungarn, ohne dass da irgendwelche Bezüge dahin beziehen, außer dass sie in ihrer Jugend mal ein paar Jahre da verbracht hat. Hatte auch zur Konsequenz, dass wir da ein paar Müller und Bauern hatten, die dann als der Uli der Müller von irgendwo genannt wurde, wo wir dann das auch als ganzen Tag reingenommen haben. Was jetzt dazu führt, dass wir für dieses Tagging ein bisschen mehr Material bräuchten. Also zur Erinnerung, wir haben hier etwa Verhältnis fünfmal so viel getaggtes Material und vergleichbare Resultate. Aber zeigt auch, dass diese Systeme extrem adaptierfähig sind, also dass sie wirklich eigentlich das repräsentieren können, was wir finden, wäre sinnvoll für die Repräsentation. Und dann sozusagen, das ist der zweite Teil des Clues. Natürlich haben wir dann geschaut, was passiert, wenn wir das jetzt auf Texte anwenden, die kein Mensch mehr korrigiert hat, sondern die wir einfach direkt analysieren wollen. Und da zeigt sich, obwohl jetzt hier unendlich viele kleine Fehler drin sind, also da sind jetzt so eine Fehlerrate von 8, 9% drin, dass trotzdem die Tags korrekt gesetzt werden. Also hier, das wäre eigentlich der Hans Kohler, der als Han Kohlen transkribiert wird von der Text Recognition von Kilchdorf. Das ist korrekt, der Landvogt Fischer. Und hier sehen wir jeder dieser Tags, also hier BPER heißt, das ist das IOB-System. Hier beginnt der Name, hier endet der Name. Hier haben wir nur einen Namensteil. Dass das sehr zuverlässig funktioniert, nicht ganz perfekt. Zum Beispiel der Großweibel hier wird als Namensteil getaggt, wo wir jetzt gesagt hätten, nach dem System Turnbuch wäre das jetzt eigentlich falsch. Aber auch hier dieser W. Scharner, der sollte eigentlich Scharner heißen, also obwohl komplett falsch gelesen, wird immer noch als Person identifiziert. Der Diebstahl ist dann so ein richtiger Fehler. Das heißt, wir verlieren ein bisschen bei der Präzision. Der Recall, also die Anzahl der Treffer, ist davon aber unbenommen. Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass auch wenn wir das jetzt automatisch auf ein großes Korpuslauf loslassen, dass wir trotzdem eigentlich Aussagen machen können, wie viele Personen da drin vorkommen und teilweise auch was für Personen, weil das ist das, was wir nachher dann fürs Entity Linking brauchen. Ganz kurz zum Sprachmodell, weil das so ein bisschen eben diese Secret Sauce ist. Das ist aus dem DH-Paper, das wir dann nächsten Monat in Graz präsentieren. Da ging es darum, dass wir versucht haben, mal zu etablieren, was die beste Vorgehensweise ist. Und da haben wir auch verschiedene Systeme zum Bilden von diesen Embeddings, von den Sprachmodellen getestet. Und da war es so, dass wir vielleicht nachweisen können, dass für diese die nicht normalisierte Sprache der frühen Neuzeit, dass hier Flair mit Abstand die besten Resultate geliefert hat. Für BERT, das ist das Google-System, oder Roberta, das ist so ein bisschen das Elaboriertere, hatten wir deutlich zu wenig Daten. Das ist das, was wir hier so als Secondary Raw Data dazugenommen haben. Das heißt, da haben wir alles, was sich im Netz an frühneuzeitlichen Quellen finden lassen kann, haben wir dazu genommen. Wir haben da Teile vom DTA genutzt, aus dem Deutschen Textarchiv, das ja an der BBAW in Berlin gehostet ist. Und wir haben Editionsprojekte aus der Schweiz, die TI-Texte umgewandelt in TXT, um große Sprachmodelle zu bauen. Und trotzdem war es massiv zu wenig, um ein gutes BERT-Modell zu generieren. FastText ist ein Facebook-Algorithmus, der ein bisschen älter ist. Der hat auch schlechtere Resultate geliefert, sodass wir eigentlich am Schluss dann bei Flair geblieben sind, um das Sprachmodell zu trainieren.
Wie es funktioniert, ist eigentlich ein relativ einfacher Ablauf. Man sammelt eben so viele Daten wie möglich, man trainiert dieses Sprachmodell. Mit dem Modell macht man nachher das Modell des sogenannten Taggers, also das Ding, das nachher dann tatsächlich die Auszeichnung macht. Und für das haben wir auch wieder das FLAIR Framework genutzt, weil es einfach extrem intuitiv nutzbar ist. Und für das braucht man dann eben einen annotierten Korpus. Das ist das, was wir mit den Studierenden bereitgestellt haben und haben dann nachher so ein NLR-Modell, das man dann wieder über die ganzen Texte laufen lassen kann. Genau. Das führt mich jetzt schon vom Named Entity Recognition zum eigentlich Interessanten, zum Named Entity Linking. Und was ich da jetzt gemacht habe, ist, sozusagen, das ist da, wo wir aktuell dran am Arbeiten sind. Deswegen ist das mehr sozusagen ein Zwischenresultat, beziehungsweise ist noch kein Resultat. Das ist einfach mal, was man machen kann, wenn man Brute Force drüber geht. Das heißt, wir haben dann Export gemacht von allen Named Entities. Man sieht dann so einen kleinen Ausschnitt hier. Da sieht man dann auch, dass Bern relativ häufig falsch gelesen wird. Es wird häufig als Bern gelesen, aber es wurde als Place identifiziert. Also funktioniert gut. Es kommt offenbar auch Berlin drin vor. Deswegen habe ich den Ausschnitt hier gewählt. Ich habe jetzt nicht nachgecheckt, ob es tatsächlich immer Berlin ist, aber vom ganzen sozusagen vom Umfeld her könnte es sein, dass da zwei, drei Leute tatsächlich in diesen 300 Jahren sich auf Bern, dass sie da irgendetwas zu Berlin, was sie im Verhör gesagt haben. Von daher könnte es einigermaßen aufgehen. Vielleicht ist da auch ein Verleser, dem würde ich da später mal nachgehen. Um dann auch wirklich was zeigen zu können, habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehen wir auch in die Wikidata rein und machen Reconciliation. Das sieht dann so aus, ganz kurz methodisch, relativ simpel mit OpenRefine, dass man auch den String nimmt und einen Abgleich macht und überall, wo das System Treffer gefunden hat, passt das. Und die Visualisierung habe ich dann mit Palladio vorgenommen, weil das Schöne an Wikidata ist natürlich, dass man die ganzen Koordinaten reinkriegt und man merkt dann auch sehr schnell, ja, es hat vielleicht ein bisschen viel Punkte, ein bisschen mehr als erwartet, aber für den Hauptbereich hier zeigt es eigentlich, dass es schön ziemlich das bestätigt, was Schwerhoff schon, ich glaube, vor 20 Jahren gesagt hat, indem er nachgewiesen hat, dass diese Delikte in der frühen Neuzeit, die verfolgt wurden, eben häufig nicht den Ort, der verfolgt betrifft, sondern so ein Umfeld rundherum. Wenn man hier nämlich die größten Punkte sich anschaut, dann merkt man, dass es nicht Bern selber ist, sondern es ist das ganze Umland und dann häufig eben auch das Elsass, das recht nah ist und der südschwäbische Raum, wo dann viele Vagabundierende zum Beispiel hergekommen sind, die dann festgenommen wurden und in den Turm geschmissen wurden. Bern ist dann nur so ein recht kleines Pünktchen im Vergleich. Man sieht dann aber auch schnell ein Problem, wenn man es nämlich auf die ganze Welt umlegt. Da hat's dann kann es eigentlich nicht sein, dass das so weit ausschweift. Aber eben, das ist ein Brute Force-Ansatz, den ich sozusagen zu Demo-Zwecken mal durchgespielt habe, um zu schauen, was wir da rausbringen. Wir sehen das dann nachher auch, wenn wir ins Netzwerk reingehen und da irgendwie die Arkansas State University drin haben, die West Ukrainian People's Republic. Also genau, es hat aber dann auch eben Dinge, die da recht sinnvoll sind. Hier das Medieval Castle Ruins Buchegg. Wir haben da auch Königsfelden, das kann ich hier mal reinzoomen, das dann vorkommt und andere Gemeinden, die tatsächlich sozusagen in der Nähe sind. Also es zeigt sich dann so, dass wir hier ganz viele Fehler wieder neu reingebracht haben, aber eben das ist der Brute Force-Ansatz, ist das, was man mal für eine Präsentation macht, aber nicht so publizieren wollen würde. Und auch mal zum Aufzuzeigen, wie gut also eigentlich gewisse Wikidata-Abfragen schon funktionieren. Zukünftig oder langfristig ist die Idee, dass man das mit Ontologien oder beziehungsweise mit einer sehr gut abgestützten Ontologie sinnvoll sozusagen überprüfen kann. Das heißt, und das ist auch so, dass die Involvierung in GeoVistory, die da zentral wird. Das heißt, wir haben ein klar definiertes Datenmodell, eine Ontologie, die CDoc-CRM basiert ist und eben mit dem SDHSS-Fokus dann eigentlich auch auf historische Daten abgestimmt ist, weil damit haben wir dann eigentlich einen Datenaggregator, den wir weiter befüllen können, wo wir dann auch manuell weiter befüllen, aber vor allem auch logische Abfragen machen können und schauen können, ist es überhaupt möglich, dass diese zwei Entitäten so miteinander verknüpft vorkommen oder gibt es hier irgendwelche logischen Fehler?
Das ist da sozusagen mein Appell, dass wenn wir versuchen, stark mit diesen Machine Learning-Algorithmen zu kommentieren und zu arbeiten, dass wir da so ein Gegengewicht haben, das stark Ontologie geprägt ist, wo wir dann sozusagen die menschliche Logik wieder reinbringen und sagen, okay, das sind interessante Resultate, aber diesen und jenen Punkten finden wir diverse Probleme. Genau. Damit komme ich zu meinem Schlussteil und auch zu den Perspektiven. Ich glaube, was wir zukünftig brauchen, ist eine Vermittlung zwischen diesen quantitativen und qualitativen Ansätzen, wobei ich diese Mischung eigentlich nicht wahnsinnig mag und auch eigentlich versuche, die in einem Maß auch aufzulösen, indem man diese gemischten und auch sogenannten gelayerten Auswertungen hinbringt. Also, dass wir wirklich zwischen den verschiedenen Stufen versuchen, hin und her zu zoomen eigentlich und von der kleinen Quellenbetrachtung auch wieder hochgehen ins Big Picture und aber auch ins Dazwischen. Also, dass man die verschiedenen Stufen wirklich aktiv nutzt. Und ich glaube, das funktioniert nur in einem digitalen Raum. Und ich glaube, auch nur so können wir diese Machine Learning-Algorithmen in ihrer Konsequenz dann auch verstehen. Dazu nötig sind auch Feedback Loops. Das heißt, wenn ich eine Korrektur mache von irgendwelchen Angaben, dann sollte das auch eine Rückkopplung haben auf die Texterkennung zum Beispiel oder dann eben auf die Named Entity Recognition und Named Entity Linking. Also das heißt, eine Korrektur bedingt dann eigentlich so eine Kaskade von weiteren Korrekturen, die da reinkommen mit den Ontologien oder der Ontologie als Logikkontrolleurin. Und auch mit den Visualisierungen, die mehr als Zwischenschritte gedacht sind. Also wir aggregieren diese Daten, wir schauen uns die Visualisierung an und merken, okay, es kann nicht sein, dass da irgendwo im ostpazifischen Raum irgendwelche Vorkommen sind von Leuten, die gerade in Bern verhört werden. Also muss es da irgendwelche Fehler geben. Das heißt, wir gehen dann wieder entweder in die Daten ins Detail oder wir gehen auf andere Stufen der Daten, versuchen die so zu korrigieren und dann den ganzen Prozess neu zu starten. Bedingt natürlich, dass wir vertiefte Einblicke in Machine Learning haben und gewinnen und auch in einer Form der Data Literacy den Leuten eigentlich mitgeben, wie sie damit umgehen können. Und meine Erfahrung ist, das passiert am ehesten, wenn man das selber mal austestet, wenn man selber mit diesen Algorithmen interagiert und wenn man mit diesen Systemen auch die Ergebnisse sich dann anschaut und dann mehrere dieser Trainingszyklen zum Beispiel durchmacht. Bedingt ein gewisses statistisches Grundwissen, weil die Fehlerquote von 3% hört sich am Anfang noch wenig an, ist aber natürlich dann, wenn man es auf große Massen anwendet, dann wieder relativ viel. Wenn man dann aber wieder schaut, was die Fehler sind, also eben dann merkt man also plötzlich, dass die statistische Wertung dann relativ unterschiedlich ist. Es bedingt aber auch, dass wir ein sehr umfangreiches Kontextwissen der Quellen haben, weil nur so können wir einschätzen, inwiefern etwas überhaupt realistisch ist. Im 16. Jahrhundert ist es nicht unrealistisch, dass die Leute mal um die halbe Welt rumsegeln. Was sie dann aber dann tatsächlich beim Verhör darüber sprechen, das ist dann eher unwahrscheinlich. Also da brauchen wir wirklich irgendwie die alte historische Expertise. Und das ist auch ganz zentral, wir brauchen Digitalisate. Das heißt, wenn wir mit Machine Learning operieren wollen, dann brauchen wir eigentlich massenhaft visuelle Formen und da spielt es nicht mal so eine große Rolle, wie qualitativ aufbereitet die sind. Also eben das Beispiel, das wir mit den Studierenden gemacht haben, das war mit ihren eigenen Handys, die sowieso immer dabei haben. Das heißt, wir haben kein spezialisiertes Equipment mitgenommen, sondern wir sind wirklich ins Archiv mit den Handys, haben es abfotografiert und direkt so hochgeladen und durchgejagt praktisch. Und das war von der Qualität her in ganz wenigen Fällen ein Problem. 99% der Bilder können wir heute noch so brauchen. Sie sind vielleicht nicht immer das Allerschönste für einen Vortrag, aber sie sind total nützlich für die Quellenausbereitung. Ich habe hier noch von automatisierten Prozessen einen kurzen Pflock einschlagen wollen. Ich glaube, wenn wir in diese Machine Learning Richtung weitergehen wollen, dann brauchen wir auch so etwas wie einen neuen Umgang mit Quellen. Das heißt, wir brauchen andere Workflows. Ich habe die Edition schon mal recht provokativ mal in Frage gestellt. Wir brauchen aber auch diese Prozesse der Informationsanreicherung. Das heißt, es ist nicht ein Moment, wo wir alles mit der Information anreichern. Also wir publizieren nicht die Edition, sondern wir bauen uns eigentlich so ein System, wo nach und nach immer mehr Informationen angereichert werden können und vielleicht auch so als Netzwerk weitergedacht werden können.
Wir müssen uns auch überlegen, wie wir das urheberrechtlich anschauen. Also heißt, wer ist jetzt genau eigentlich Produzentin, Produzent dieser Daten und inwiefern entstehen da auch Urheberrechte? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir die Leute auch entsprechend benennen in Publikationen oder in anderen Formen? Und wir müssen uns immer fragen, welche Prozesse brauchen wir eigentlich und in welcher Qualität brauchen wir das? Und das führt dann zu welchen Resultaten? Weil ich glaube, wir brauchen nicht für alle Fragestellungen dieselben Qualitätsvorgaben. Das heißt, wenn ich nur wissen will, woher kommen die Leute eigentlich, die da in diesem Turm sitzen, dann muss ich hier nicht die perfekt annotierten Daten haben, sondern da reicht mir vielleicht etwas Großflächiges, wo ich dann mit der Fehlertoleranz auch arbeiten kann, sagen kann, okay, wenn ein Ort nur einmal vorkommt, dann lassen wir den jetzt mal weg, sondern wir schauen uns jetzt mal an, was das für Umkreise sind, was das zieht und schauen uns dann im Detail an, inwiefern das sinnvoll ist. Genau. Wieso sollen wir uns da aus den Geschichtswissenschaften damit auseinandersetzen? Ich glaube, wir müssen das aktiv tun, weil nur so eine produktive Verbesserung in den Systemen entsteht. Ich habe nachher noch zum Abschluss eine ChatGPT-Folie vorbereitet. Keine Angst, das kommt auch noch vor. Und ich glaube, das hängt eng miteinander zusammen. Das heißt, wenn wir wollen, dass diese Systeme auch auf unsere Daten ansprechen, dann müssen wir auch unser Material entsprechend zur Verfügung stellen. Und da ist Open Data eigentlich das Gebot der Stunde. Da kann zum Beispiel Text-to-Image hilfreich sein, indem wir alte Editionen aufbereiten und so dann als Trainingsmaterial zur Verfügung stellen oder dass wir Texte eben zu Sprachmodellen umwandeln können. Da brauchen wir einfach mal gutes Textmaterial, das überhaupt zur Verfügung stehen kann. Also das heißt, auch für alle diese Prozesse, die ich jetzt gezeigt habe, brauchen wir eigentlich möglichst große Datengrundlagen, sogar bei gewissen Abstrichen hinsichtlich der Qualität. Das heißt, wir brauchen nicht zwangsläufig die perfekt digitale Höhenkammedition, sondern es reicht teilweise auch, wenn wir das sehr pragmatisch aufbereitet haben und dann so weiter verarbeiten können, weil sozusagen durch die Masse schon starke Verbesserungen dann auch wieder reingegeben werden. Genau. Was heißt das jetzt bezüglich dieser großen Sprachmodelle? Was macht man? Man nimmt halt mal so ein Turnbuch, das automatisch prozessiert wurde, schmeißt es in ChatGPT rein und das kommt raus. Er wird da genannt, man bekommt eigentlich ein recht sauberes Named Entity Recognition der Personen und das System entschuldigt sich dann auch immer noch, dass es immer so schlecht ist, aber das ist jetzt egal, weil es ist nämlich korrekt, was hier an Personen rausgegeben wird. Das gleiche für die Orte, funktioniert auch recht zuverlässig. Bei der Zusammenfassung dann ist recht interessant, da scheitert das System, weil hier wird nämlich beschrieben, dass diese Person da an verschiedenen Orten gearbeitet hat. Das stimmt. Und dann hat er etwas von seinen Gefährten bekommen. Das stimmt auch. Das Problem ist, die haben das nicht bekommen, sondern sie haben es gestohlen. Und deswegen sitzt der Typ jetzt auch im Turm und wird verhört. Das heißt sozusagen, der entscheidende Teil hat das System verpasst, weil wenn ich nochmal zurück zum Text gehe, das Stehlen kommt nämlich auch hier nicht vor, sondern es wird hier eben so ein bisschen umschrieben, wie das die Schreiber da recht gerne machen, weil sie wollen ja da niemanden mit diesem bösen Stehlenwort irgendwie so direkt anklagen, sondern sie beschreiben so ein bisschen und das ist das, was ChatGPT nicht funktioniert hat. Was aber recht interessant ist, weil hier kommt natürlich sozusagen das Kontextwissen rein, dass man dass so ein System, so ein Large Language Model haben könnte, wenn es genügend ähnliches Material gesehen hätte, sodass dann tatsächlich in der Zusammenfassung eigentlich auch das Korrekte ausgegeben wird. Ja, nochmal reingezoomt. Gut, damit bin ich am Ende und hoffentlich am Anfang einer produktiven Diskussion, weil ich bin sehr gespannt, was Ihre Meinung ist bezüglich Einsatz von diesen Machine Learning Technologien, vielleicht auch bezüglich Hemmungen des Einsatzes, weil wir auch gewisse Entscheidungen abgeben. Und allgemein vielen Dank für die Aufmerksamkeit.